Und damit kommen wir jetzt zu einem der bekanntesten Philosophen der Gegenwart. In der Rede der slowenischen Präsidentin fiel gerade das Wort Superstar, so kann man es auch sagen. In seiner Arbeit setzt er sich vor allem mit der Philosophie des deutschen Idealismus auseinander, mit Hegel, mit Karl Marx, aber auch der Franzose Jacques Lacan hat seine Texte sehr stark beeinflusst. Und von diesen Texten gibt es so einige. Über 20 Monographien hat er veröffentlicht. Im Frühjahr ist bei uns hier in Deutschland sein Buch Die Paradoxien der Mehrlust erschienen. Untertitel: Ein Leitfaden für die Nichtverwirrten. Herzlich willkommen, Slavoj Žižek. Warten Sie mal mit dem Applaus. Hinterher applaudieren Sie vielleicht doch nicht. Ich bin stolz, hier sein zu dürfen bei dieser Buchmesse, denn Bücher, das haben wir heute öfter gehört, sind jetzt nötiger denn je. Ohne sie gibt es keine Lösung für den schrecklichen Krieg in Gaza. Warum? Ich verurteile uneingeschränkt den Attack der Hamas auf die Israelis in der Nähe der Grenze von Gaza, ohne irgendein Wenn und Aber. Und ich gebe Israel auch das Recht, sich zu verteidigen und die Bedrohung zu zerstören. Aber ich habe etwas Merkwürdiges festgestellt. Sobald man sagt, es ist notwendig, den Hintergrund, den komplexen Hintergrund der Situation zu analysieren, wird man normalerweise verdächtigt, den Terrorismus der Hamas zu unterstützen oder zu rechtfertigen. Wissen wir überhaupt, wie merkwürdig dieses Analyseverbot ist, diese Komplexität anzuerkennen? In welche Gesellschaft gehört ein solches Verbot? Das ist meine erste Provokation. Das gehört zu einer Gesellschaft, die wie eine Wabe strukturiert ist. Welcher Idiot hat das als Leitwort ausgewählt? Wissen Sie, wie Bienen leben? Das ist eine extrem totalitäre Gesellschaft. Mehr als 80% sind Frauen, sind weiblich, die de facto kastriert werden, die sich sexuell nicht entwickeln dürfen, die müssen einfach arbeiten, das sind Arbeiterinnen. Dann haben Sie eine Königin, die gelegentlich mal einmal im Leben Sex hat mit 10 Männern, und wenn die zum Orgasmus kommen, wird der Penis sofort abgebissen. Nee, in einer solchen Gesellschaft möchte ich nicht leben. Aber ich möchte zurückkehren zu meiner Rede. Der Titel eines kürzlichen Dialogs zum Antisemitismus und BDS in der Spiegel war: Wer Antisemit ist, bestimmt der Jude und nicht der potenzielle Antisemit. Das sage ich nochmal auf Englisch. Okay, das klingt logisch. Das Opfer soll also selbst entscheiden, ob es wirklich ein Opfer ist. Aber das ist nicht das, gilt nicht das Gleiche auch für Palästinenser, die auch selber definieren können sollten, wer ihr Land stiehlt und wer ihnen die elementaren Rechte vorenthält. Und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf ein Detail richten. Ich glaube, das letzte Wort der slowenischen Präsidentin war da interessant. Da fiel nämlich das Wort Palästinenser zum ersten und einzigen Mal heute Abend. Wir haben immer nur gehört Hamas gegen Israel. Das tut mir leid. Man muss in dieser Situation auch Millionen von Palästinensern erwähnen. Nächster Punkt. Wenn man den Hintergrund analysiert, damit meine ich nicht, dass es natürlich eine Binsenweisheit ist, die sich als Weisheit tarnt. Die heißt nämlich dann, ein Feind ist jemand, dessen Story man nicht gehört hat. Ich tut mir leid, ich habe Hitlers Mein Kampf gelesen. Ich habe seine Story auch gehört und trotzdem liebe ich den Narzissmus nicht. Aber hier haben wir zwei wichtige Geschichten, die sich um Israel herum ranken. Ismail Haniyeh, der Anführer von Hamas, der lebt ganz komfortabel in Dubai in einem Fünf-Sterne-Hotel, und er sagte am Tag des Angriffes, ich zitiere,
Wir haben heute nur eines zu sagen, Ihnen zu sagen, haut ab aus unserem Land, geht uns aus den Augen, dieses Land gehört uns, Al-Quds, das ist der Begriff für Jerusalem, gehört uns, alles hier gehört uns, für euch gibt es keinen Platz und keine Sicherheit. Das ist ganz klar, das ist ganz abstoßend, aber hat die israelische Regierung nicht etwas Ähnliches gesagt? Vielleicht nicht ganz so brutal. Ich möchte hier das erste Grundprinzip zitieren, das für die gegenwärtige Regierung Israels gilt. Ich zitiere hier aus den amtlichen Quellen: Das jüdische Volk hat ein exklusives und unveräußerliches Recht auf alle Teile des Landes Israel. Die Regierung wird die Besiedlung aller Teile dieses Landes Israel fördern und entwickeln. In Galiläa, in der Negev, im Golan, auf dem Golan, in Judäa und Samaria. Oder wie Benjamin Netanyahu sagte, ich zitiere: Israel ist nicht ein Staat aller seiner Bürger, sondern ein Staat des jüdischen Volkes und nur von diesem. Zitat Ende. Schließt dieses Prinzip nicht jegliche ernsthafte Verhandlung aus? Die Palästinenser werden ganz klar nur als Problem behandelt. Der Staat Israel bietet ihnen gar keinerlei Hoffnung an, zeigt ihnen keine Rolle, keine positive Rolle auf in dem Staat, in dem sie leben. Das heißt, unter all dieser Polemik darüber, wer ist terroristischer, liegt doch ein tiefer Sumpf, nämlich die Masse der palästinensischen Araber, die seit Jahrzehnten in der Schwebe gehalten, im Schwebezustand gehalten werden, die täglich schikaniert werden von Siedlern und vom israelischen Staat. Wer sind sie? In welchem Land leben sie? Das besetzte Gebiet, Westjordanland, Judäa, Samaria, oder ist es der Staat Palästina, der heute von 139 der insgesamt 193 UN-Mitgliedstaaten anerkannt wird? Die erste Generation der israelischen Politiker, von Ben-Gurion zu Moshe Dayan, die möchte ich hier loben, denn die haben eine ganz andere, ehrliche Sprache gesprochen. Sie haben offen zugegeben, dass ihr Anspruch auf das Land Palästina nicht auf irgendeinem universellen Recht beruht. Zum Beispiel am 29. April 1956 gab es einen Vorfall in Gaza. Eine Gruppe von Palästinensern aus Gaza hatten die Grenze übertreten und haben die Ernte im Kibbutz Nahal Oz geplündert. Und es gab einen jungen Juden, Roy, ein Mitglied des Kibbutzes, und der ist dann auf dem Pferd zu ihnen hingaloppiert, um sie wegzujagen. Er wurde dann von den Palästinensern ergriffen, und als die Vereinten Nationen seine Leiche zurückgebracht haben, waren seine Augen ausgerissen. Und hier ist die Reaktion von Moshe Dayan. Der hat folgende Grabrede am nächsten Tag gehalten über diesen toten Juden. Zitat: Lassen Sie uns keine Schuld, lassen Sie die Mörder nicht beschuldigen. Welchen Anspruch haben wir denn auf diesen Hass? Sie haben ihr Leben in diesen Flüchtlingslagern in Gaza seit 8 Jahren gefristet und gleichzeitig haben wir ihr Land und ihre Dörfer, wo sie und ihre Vorfahren gelebt haben, in unser Eigentum verwandelt haben. Können wir uns heute ein ähnliches, ehrliches Statement vorstellen? Wie weit sind wir weg von dieser Situation, das nur vor mehr wenigen Jahrzehnten passiert ist? Wo jetzt, damals wurde gesprochen von Land for Peace, Land gegen Frieden, von einer Zwei-Staaten-Lösung oder selbst die
Unterstützer von Israel haben damals Druck auf Israel ausgeübt, damit nicht weitere Siedlungen im Westjordanland gebaut werden. 1994 hat Israel eine Mauer gebaut, die Westjordanland von Israel aus dem Jahr 1967 getrennt hat. Und hier haben sie das Westjordanland akzeptiert. Das hat sich alles in Luft aufgelöst. Heute ist ein typisches Symbol für die israelische Regierung Itamar Ben-Gvir. Er trat zunächst einmal in die Jugendbewegung von der Kach- und Kahane-Partei ein, die als terroristische Organisation erklärt wurde und verbannt wurde. Von wem? Von der israelischen Regierung selbst. Und als Ben-Gvir dann großjährig wurde und dann eingezogen werden sollte in das israelische Militär, durfte er nicht eingezogen werden aufgrund der Tatsache, dass er rechtsextrem war. Und eine solche Person, die Israel selbst verurteilt hat, als Rassisten und als Terroristen, der ist jetzt was? Der ist der israelische Minister für nationale Sicherheit, der eigentlich den Rechtsstaat wahren sollte. Denken Sie an den großen Konflikt, der in den letzten Monaten in Israel erschüttert hat. Wenn man sich die Maßnahmen vorstellt und die von der Regierung geplant waren. Und dazu hat Yuval Harari Folgendes gesagt. Das ist ein Putsch. Israel ist auf dem Weg zu einer Diktatur. Zitat Ende. Israel war gespalten zwischen nationalistischen Fundamentalisten, die versucht haben, wesentliche Züge des Rechtsstaates abzuschaffen, und einer Zivilgesellschaft, die sich dieser Bedrohung bewusst waren. Und mit dem Angriff der Hamas, und das ist wirklich eine Tragödie, ist diese Krise jetzt überwunden. Der Geist der nationalen Einheit hat sich durchgesetzt. Das ist immer ein tragischer Moment, wenn die innere Spaltung überwunden wird, weil es einen externen Feind gibt. Das Erste, was man also tun muss, ist ganz klar anzuerkennen, dass es große Verzweiflung und Konfusion geben kann, die dann Akte des Bösen hervorbringen. Es kann in dem Nahen Osten keinen Frieden geben ohne Lösung der Palästina-Frage. Das habe ich auch in den israelischen Zeitungen selbst gelesen. Ich rechtfertige nicht dieses Verbrechen, ganz klar. Israel hat ein volles Recht, sich zu verteidigen und auch einen Gegenangriff zu führen, aber wir sollten nicht diesen düsteren Hintergrund von Palästina vergessen. Der zweite Aspekt ist, dass die Lösung kein Kompromiss ist. Dass man irgendwie einen Mittelweg finden soll zwischen den beiden Extremen. Viele meiner Freunde sagen das. Auf der einen Seite, ja, die Palästinenser haben das Recht, ein bisschen antisemitisch zu sein. Guckt euch an, was Israel macht. Und auf der anderen zu sagen, Israel hat das Recht, ein bisschen gewalttätig zu sein, aufgrund dessen, was ihnen passiert ist im Holocaust. Das hat keinen Sinn. Hier gibt es nichts zu verstehen. Man sollte in beide Richtungen denken, in sowohl die palästinensischen Rechte verteidigen, als auch den Antisemitismus bekämpfen. Ich vergleiche hier nichts. Nein, nein, es ist kein Relativismus. Sie sehen jetzt, was das Zuhören und zur Vielfalt und zur Inklusion gehört. Manche Leute müssen ausgeschlossen werden von der Vielfalt anscheinend. Nein, ich rede von Dutzenden von Palästinensern, die ich persönlich kenne. Tut mir leid, wenn ich jetzt explodiere. Wenn es hier im Raum jemanden gibt, der mehr getan hat für die friedliche Zusammenarbeit zwischen den Palästinensern und Israelis, dann schön. Dann beuge ich mich vor ihm, aber das ist nicht der Fall. Was mehr kann man tun? Mit meinen Freunden habe ich in Ramallah
ein großes Meeting organisiert und wir haben Walter Benjamin gefeiert. Einen Juden. Da gab es überhaupt kein Problem. Das habe ich in Ramallah organisiert. Ich habe eine Kinoschule organisiert, zusammen mit jüdischen Professoren und so weiter. Und natürlich kann man nicht vergleichen. Man kann diesen Akt der Gewalt nicht vergleichen. Hamas, der Angriff von Hamas ist natürlich rücksichtslos gewesen, brutalst möglich, vollkommen klar. Aber ich stimme zum Beispiel auch Anthony Blinken zu, dem amerikanischen Außenminister, der gesagt hat, ja, Israel hat das volle Recht, zurückzuschlagen, aber wie es das tut, ist für uns, ist unsere Aufgabe, ist unsere Verantwortung. Es geht nicht um Israel gegen Hamas alleine. Also, wenn man akzeptiert, dass das nicht möglich ist, man kann nicht für beide Seiten gleichzeitig kämpfen. Und dann hat man seine Seele verloren. Insbesondere heute, wo wir etwas haben, was tatsächlich antisemitischer Zionismus ist. Wissen Sie, warum die europäische Rechte Israel unterstützt? Schauen wir mal an den Anfang. Gucken Sie sich mein letztes Buch an. Wissen Sie, wer einer der Autoren war von diesem Buch? Reinhard Heydrich. 1936, der Heydrich. Der hat damals ein Statement geschrieben: Israel ist eine wunderbare Nation, wir sind bereit zu kollaborieren, aber nicht hier in Deutschland. Die sollen alle bitte nach dahin fahren. Breivik, kann sich an Breivik erinnern, dieser verrückte Norweger, der hatte die gleiche Theorie. Hier komplett antisemitisch, aber in Israel, Israel hat man unterstützt. Da gibt es sehr viele solche Beispiele. Where in Gaza also? Ich relativiere nicht. Das war ein, es ist ein schreckliches Verbrechen. Ich möchte es in keiner Weise relativieren. Ich sage nur, dass so wie Sie jetzt reden, sofort Millionen von Palästinensern in eine unmögliche Position bringen, und das wird zum Wachstum von Antisemitismus führen. Ich möchte trotzdem weiter meiner Rede gehen. Arthur Koestler hat eine bittere Wahrheit ausgesprochen: Wenn Macht korrumpiert, dann gilt auch das Gegenteil. Die Verfolgung korrumpiert die Opfer, aber das macht sie vielleicht in einer subtileren Form. Das gilt für beide Seiten im jetzt laufenden Krieg. Mein größter Held aus dem 20. Jahrhundert insgesamt ist Marek Edelman, ein polnischer Jude, der dies ganz klar gesehen hat. Edelman machte mit im Warschauer Ghettoaufstand und auch 1944 im Warschauer Aufstand. Und nach dem Krieg sind seine Frau und seine Kinder emigriert aufgrund der antisemitischen Kampagne in Polen 1968. Aber er entschied, in Polen zu bleiben und hat sich verglichen mit den Steinen der Ruinen von Auschwitz. Und er sagte, irgendeiner musste ja mal hier bleiben, zusammen mit denen, die hier gestorben sind. Ab den 70er Jahren hat er mit den Arbeiterkomitees kollaboriert, mit den Mitgliedern von Solidarność, und hat den am runden Tisch 1989 mitgemacht. Und gegen Ende seines Lebens hat Edelman öffentlich den palästinensischen Widerstand verteidigt. Er sagt, die jüdische Selbstverteidigung, für die er ja gekämpft hatte, die läuft Gefahr, zu kippen in eine Unterdrückung. Und Edelman jetzt zu verurteilen, ist natürlich
völlig obszön, ihn zu verurteilen als selbsthassenden Juden. Warum sage ich das hier in Frankfurt auf der Buchmesse? Weil es nur die Lektüre von Büchern erlaubt, dass wir uns die Situation klar machen. Literatur ist das privilegierte Medium, die Vieldeutigkeit, die Komplexität unseres Schicksals greifbar zu machen. Ich möchte die Poesie nicht mystifizieren, aber man kann auch sagen, keine ethnische Säuberung ohne Poesie. Zum Beispiel in Ruanda gab es auch einen lokalen Poet, Radovan Karadzic. Da gab es auch einen sehr respektierten Lyriker, ohne Mao Zedong zum Beispiel zu erwähnen. Und deswegen war ich auch überrascht und schockiert, dass ich erfahren habe, dass die Preisverleihung für Adania Shibli verschoben worden ist. Eine Entscheidung, die ich für skandalös halte. Ein Terrorismus gegen Israel widerspricht allen Werten der Frankfurter Buchmesse, natürlich, und auch die kollektive Bestrafung von Millionen in Gaza ist ein solcher Widerspruch und auch die Absage an Adania Shibli. Hier stehen wir vor dem Paradox der Cancel-Kultur. Natürlich sind für Diversität und für Inklusion, aber die Cancel-Kultur führt dazu, dass diejenigen ausgeschlossen werden, die nicht passen in sein eigenes Bild von Diversität und Inklusion. Ich bin also nicht nur stolz, hier zu sein, ich schäme mich auch ein bisschen, hier zu sein. Stellen Sie sich mal vor, was Marek Edelman gesagt hätte, wenn er heute noch leben würde. Und ich möchte wiederholen, ich möchte in keiner Form das relativieren, was die Hamas gemacht hat. Das ist eine unverzeihliche, brutale Überfall, ein Blutrausch. Es geht nicht nur um Israel, es geht um die Vernichtung des israelischen Staates durch die Hamas. Aber die Umstände, die ich beschrieben habe, damit relativiere ich in keiner Weise dieses Verbrechen. Wir sollten nur den Hintergrund dieser Situation erkennen. Und dieser Hintergrund, damit möchte ich diese Verbrechen in keiner Weise rechtfertigen, aber vor diesem Hintergrund kann es zu solchen Verbrechen kommen. Wenn wir ignorieren, was auf der Westbank passiert zurzeit, dann können wir Situationen nicht verstehen. Ich erkenne voll und ganz das Recht des Staates Israel an, auf Existenz, selbstverständlich. Ich bin auch kritisch gegenüber der palästinensischen Behörde. Arafat wurde ganz zu Recht charakterisiert als derjenige, der immer die Chancen verpasst. Es war für ihn völlig dumm, den Pakt mit Ehud Barak zum Beispiel abzulehnen, der von Clinton organisiert worden ist. Also ich möchte die nicht rechtfertigen, die Palästinenser, aber ich möchte, dass die Situation der Palästinenser auf der Westbank und in Gaza, dass man sich dem bewusst wird. Es ist eine Tragödie, es ist ein Schwebezustand. Sie hätten das auch sagen können, denjenigen, die vor mir gesprochen haben. Weil Mensch, entschuldigt ist, dass diese Bemerkung nicht gehört werden konnte. Das heißt, es ist nicht einfach, ich vergleiche nichts, was nicht vergleichbar ist. Vielen Dank. Es ist die Freiheit des Wortes und die müssen wir hier stehen lassen und das ist mir wichtig.
Ich glaube, ich kann für diese Gemeinde, und ich möchte es als eine Gemeinde bezeichnen, hier sprechen. Wir verurteilen den Terror. Wir sind Menschen und wir denken menschlich. Menschlich auf palästinischer Seite, auf israelischer Seite. Slavoj, du hast uns die Abgründe aufgezeigt und die stecken in uns allen. Für diese Abgründe, die du uns zeigst, diesen Spiegel, den du uns vorhältst, bin ich dir dankbar. Für die Worte, die du sprechen musstest, im Namen der Menschlichkeit, um die trauere ich. Und es ist mir sehr wichtig, dass wir uns alle einig sind in der Verurteilung der Unmenschlichkeit, in der Verurteilung des Terrors. Und ich glaube, sie sind da alle bei mir Ihnen. Und ich bin froh, dass wir das hier so aussprechen können. Auch froh, wenn eine Rede unterbrochen wird. Das muss möglich sein. Ich bin froh, dass wir die Rede zu Ende gehört haben, auch wenn sie uns nicht gefallen mag, auch wenn wir sie vielleicht sogar verurteilen. Es ist wichtig, dass wir uns zuhören. Ich danke Ihnen allen. Ich danke der Buchwelt. Ich bin ganz ehrlich, es ist nicht der entspannteste Moment, um als Moderatorin eine Bühne zu betreten. Aber hier stehe ich jetzt. Und wir haben eine Buchmesse zu eröffnen und das werden wir tun. Und die Ehre gebührt, wie immer, der Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Noch einmal herzlich willkommen hier auf der Bühne, Karin Schmidt-Friedrichs. Und während Sie sich bereit machen, habe ich an dieser Stelle noch einen ganz wichtigen Hinweis zum Ablauf. Und zwar werden gleich direkt nach dem traditionellen Hammerschlag einige Ehrengäste, die hier heute im Saal sind, diesen Saal verlassen müssen vorzeitig. Und ich würde Sie alle bitten, und ich tue das noch mal eindringlicher als im vergangenen Jahr, weil da hat es gar nicht funktioniert. Ich bitte Sie, sitzen zu bleiben. Das wäre ganz toll. Ich werde mich danach noch offiziell von Ihnen verabschieden. Einige Gäste werden gehen. Sie bleiben bitte sitzen. Und jetzt haben Sie die Ehre, Frau Schmidt-Friedrichs, die 75. Buchmesse zu eröffnen. Verwirrt über die Worte, die wir eben gehört haben, mit einem ganz klaren Bekenntnis zu Frieden und Toleranz und zu einem Miteinander und zum Respekt vor Israel und mit einer Ablehnung des Wortes Aber eröffne ich die 75. Frankfurter Buchmesse.